Herzlich willkommen zu Dota 2. Und ich bin gerade dabei zu überlegen, was ich nehme. Diskutieren wir noch mal ganz kurz. Ember wird hier mehrfach vorgeschlagen. Ember ist gegen einen Invoker nicht so gut, aber kommt dann in die Backline. Okay. Wir müssen die Laning Phase gewinnen, so also überlege ich mal. Weil Luna, Invoker, Sniper und ein Axe, das wird sonst ziemlich gefährlich. Ich überlege gerade, wie gewinnen wir die Laning Phase am besten? Windranger, die haben halt einen super Creep, das müssen wir bestrafen. Also ich brauche was, was auch Early Rotations machen kann. Pack. Oder Ember wurde vorgeschlagen, aber die will ich jetzt gerade nicht spielen, spielen so oft. Only 10 seconds. 5 seconds remain. Ich glaube, ich nehme Pack. Bisschen Teamfight-Control brauchen wir. Ne? So. Das ist, was wir brauchen. Quop hat Gobi noch vorgeschlagen. Ja, das wäre durchaus auch eine Option gewesen. Aber ein bisschen Control ist mir lieber, gerade, dass man die vielleicht am Platz hält. Zusammen, dass der Ursa ein bisschen Schaden machen kann. Jetzt kann man Dings aufsetzen. So, das müssen wir in der Laning Phase gewinnen. Da hätte ich jetzt auch nichts so gut picken können, wo ich sage, okay, dann gehen wir ins Late Game. Weil Luna pusht gut. Invoker pusht auch gut, Windranger pusht gut, Sniper auch. Sie haben auch guten High Ground Defense. Wenn wir das ins Late Game gehen lassen, dann haben wir halt volle Kanne verkackt. Ich bin aber nicht so sicher, ob wir es schaffen, deswegen werde ich keine Tokens setzen. Das ist ein bisschen zu gefährlich. So optimistisch bin ich da nicht. Ja, mal gucken. So, okay. So, we have to win the first 15 minutes and then we have to keep pushing. After 30 minutes, we are probably not winning this anymore. But we should win this in the laning phase. They have really greedy lanes. Okay. Der Sniper schon zurückgezogen. So. Was? No lol. Wie, warum denn nicht? Warum denn no lol? Ne, was ich ein Mac? So weit kommt's noch. Vielleicht kann jemand von Ihnen noch die Rune da einsacken. Unten haben wir schon mal einen Startvorteil. In der Tat haben wir. Und dann schauen wir mal, wie wir das Beste hier rausholen. Very nice. AFK. Sehr schön. Sniper ist AFK, da ist. Darüber gesprochen. Okay, wir müssen aber, wir haben halt Druck. Wir müssen die Laning Phase gewinnen. Wenn wir das schaffen, selbst dann ist Pushen nicht unbedingt leicht. Wir haben nicht die krassen Pusher. Das hätte ich mit meinem Pick vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Ich habe einen Teamfight Control, aber der pusht nicht gut gebeut oder so.
Das ist das Einzige, was so ein bisschen mir Sorge bereitet. Dass ich vielleicht... da hätte ich was Besseres pushen, picken können, was besser pusht. Die Frage ist natürlich jetzt, ob das Spiel überhaupt gezählt wird. Weil eben der Sniper jetzt disconnected. Obwohl, er ist erst nach dem First Blood disconnected. Ne? Glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. Ah, da ist er wieder, okay. So, muss ich ja gucken, ich das irgendwie mit irgendeinem Spell, mit einem Anhalt, den ich öfter spiele, wo man irgendwie sozusagen das Ausweichen auf den mittleren Knopf hat, ich weiß nicht genau was, verwechsel ich ganz gerne mal. Aber ich nicht ganz sicher bin, was von beiden. Hält noch nicht so lange auf dem Level. So. Okay, hat er einen Kill gemacht. Das sollte nicht passieren. Miss, natürlich. So. Den Kurier nimmst du jetzt mal nicht, wenn ich gerade meine Bottle fast habe. No. Nicht gemeint. So. Ein Ghost Walk. Bin ich nicht nah genug, um sofort Silence zu machen. So, muss man gleich mal die 4-Minuten-Runde idealerweise einsacken. War halt beim Schreien. Wenig überraschend. Als nächstes Boots und Veil of Discord. Okay. Gehe ich mal nach unten. Rune einzusacken. Klonk. Bisschen schneller. Wie viel Right-Click-Damage die Sau schon macht. So, mal die Boots bringen. Okay, they have words. So. Oh. You shall not. Sehr schön. So. Brauche noch ein bisschen, bis ich Level 6 bin. Das geht noch nicht ganz so schnell. Und ein Silence muss ich erst in Range kommen. Hat er den High Ground Ward gehabt.
Okay, jetzt versteckt er sich hier. Nach dem Gank auf der Windranger ist er lieber vorsichtig. Verständlich. Ja, der Kurier ist jetzt gerade unterwegs. Die Rune werden wir gleich mal einsacken. Obwohl, können wir es gleich mitbringen. So, Haste-Rune. On the way top. So, geschafft noch den Hook zu vergeigen, tatsächlich. So, mal wieder in die Mitte. Braucht man Ulti eigentlich nicht einsetzen, der Cooldown ist auch nicht so hoch. Ein bisschen Mana, was mir fehlt. Unten jagt er gerade den Sniper. Hoffentlich geht das nicht schief. Müsst. Fuck. Das klappt nicht mehr. Oh, doch noch. Ob es das trotzdem wert ist für den Offlane-Sniper. So, jetzt habe ich gleich den. Okay, jetzt gängen sie oben. Dass der Mitte rübergekommen. Okay. So, gleich mal das in TP mit einsacken. Habe ich auch tatsächlich nicht gesehen, habe ich nicht aufgepasst, dass der Invoker da rübergegangen ist. Take the top tower. Need to take some objectives as well. So, jetzt gucken wir mal. Ja, mit dem Oster können wir auch das. Komm hier, vor Ex. Okay. Ich weiß nicht genau, wo der Ursa war, ehrlich gesagt. Thank you. Weil da hätte ich schon mitgerechnet, dass wir ein bisschen mehr machen können. Where's. Let's kill top. Nux, can you come? My ult is ready as well. Just come here into the lane. Hm.
wollen gerade noch nicht. Der Oster. Na gut, er nutzt dann Aegis jetzt, um sicher zu farmen. Funk is not here, guys. Get back, please. Take objectives, guys. Don't chase too far. Just go take a tower, please. I'm on my way. Ursa, can you port Ursa, please? Help! Why did you TP out? Never mind. Sehr schön, das gut genutzt. Das Aegis. Haben wir ein bisschen zu lang gechased. Oh, sehr schön. Someone join me bottom. Can kill Luna. Job. So. 150 HP oder 8 Int. 8 Int, das hat mehr Schaden, mehr Spells. Wir müssen ein bisschen offensiver sein. Wir müssen das halt jetzt gewinnen. Okay, guys, we need to push towers now. You just pick one. Doesn't matter. Bottom, mid, top, wherever. Just goes together. Yeah, then take mid. So. Können unten den Tower holen. Okay, let's go mid. Zack, 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 zack. Push this one. Der Nyx kann dann hinter den Tower schon mal gehen. Sehr schön. So, jetzt holen wir den blöden Tower. Stay mid. Just take the next as well. Einfach weitermachen jetzt. Well done. I have smoke, but I don't have mana. Just take the tower, please. Na, jetzt ist das Katapult ja doch irgendwann kaputt. Let's hit the tower. Ja. Ups, geskillt. Egal. Als nächstes den Blinkdagger. Für schnelle Reaktionen, dass man ein bisschen countern kann. Yep, let's take top next. Und mal die Rune aufsammeln. Ich glaube nicht, dass sie die haben. Regen. I'll join your top with TP. Pushen wir mal die Lane ein bisschen raus. Yeah, this was a bad smoke. Blink Dagger.
They're not trying to defend right now. They just want to farm up. So we just keep pushing. Gold and sweet. Machen wir einfach weiter. Sehr schön. Das wollte ich nicht. Ich hatte vergessen, dass ich meinen Veil of Discord auf den anderen Slot jetzt habe. Uns genug. We take bottom tier 2 next, then we take the outer shrines, yeah. And then we finish. So. Okay. Das mal einsammeln. Als nächstes, ich überlege gerade in dem Spiel. Okay. Sehr schön. Überlege, was ich als nächstes mitnehme, was uns am besten hilft. Phew. Es gibt einige Möglichkeiten. So, nehmen den Tower. Könnt ihr auch raus damit. Dann machen wir die Threads fertig. Stats kann man ja gut gebrauchen. Mehr Right-Click, mehr Damage, Attack-Speed, das alles kombiniert. Hätte ich auch noch getroffen. Da auch noch. Ja, der Versuch halt, einfach schön so. So, jetzt ein Shrine hier. They already left. Just take the shrine down fast. Just take objectives. That's much easier than trying to chase them. And then we can go high ground. Okay. Dann schreien oben. BKB wäre in dem Spiel fast eine Maßnahme. Oder Hex. Why? Rush up, rush is up, rush is up. Yeah, we take just a shrine first. Orisa's very good at solo taking it. Yeah. Das Invis war super, so Attack hin, Invis. Ja, danke, dass du es genommen hast. Das war sicherlich wichtig.
What? So. Ich könnte mir ein Aghanims vorstellen. Das hält die garantiert am Platz, hält noch länger, gibt mir Stats, die ganz gut sind im Moment. Job. No man. Das ist einfach der Teamfall, das passt schon. Mehr Stats. Der Cooler wird, glaube ich, leider nicht runtergesetzt, oder? Damage Call, Ghost Spamming your Team. Nope, nope, nope. Keine Vision. Ist doch nicht so viel. Reflection. YOLO. Well, we shouldn't wait too long. Yeah, just go in, Orta. You have Aegis. Yeah, wait till just the shrapnels are over to use. I think he has max one left. Old and sweet. But if I were, I'd be in a lot of pain. Go in, Ortha, just jump someone. Let's not wait that long. Let's use our Aegis, just go. Welche anbieten. Let's hit the tower. We're wasting a lot of time. Tower, 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 please. Ja, dass man gucken oder stunnen können. He jumped, I will kill. Can you hit? Ah, zu früh rausgekommen. Nee, doch nicht. Okay. No mana for me. It's alright. Pille. Okay. Ja. Don't just leave next time, Nyx Assassin. Yeah, but too early. Like, we were still fighting at the tower. We could have taken at least the tower. And we can defend afterwards. Okay, this time, just do everything exactly the opposite of what you did before. So, das ist ein bisschen das, was ich meine, dass wir uns ein bisschen schwer tun mit, unser Right-Click oder unser Push ist nicht besonders gut. Nah, get back, get back, get back. No, no, don't go back. I'm on my way. Is blunted.
Can you stay near me, Bock? Yeah, but we need Oracle as well. Don't go now. Ursa still mid. Oracle not there. Wait. Schon rausgeguckt. Okay. Let's go now while X is dead. Oracle is there. I'm there. We can go now. Don't chase, don't chase, don't dive. Get melee Rex. What are you doing there, dude? Guys, don't dive. A few more attempts like this and we lose the game because we won't get near the base anymore. He could have taken the Rex easily there. My ult is ready mid. They wanna push. Hook him out of my ulti. It's like stuns them forever. Let's go, 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 go. Well done. Sau, da waren sie richtig unvorsichtig. Just run middle. Yeah, wait for the respawn though. I can... Don't go in before they arrive. So, 40 damage. Ist genau das, was wir brauchen. On my way mid. They have no buybacks as well. Go bottom next. Yeah, go. What? That was sick. So. Klingt der auf cooldown. Kann der mal mit auf die Tower hauen? You don't need Black King Bar to hit towers. So. Wahrscheinlich gehe ich jetzt nächstes auf Hex, in der Tat. Das ist ziemlich gut. Coming, coming, coming. Go. Schade. Come on. Okay. Check Roche. So, zurück.
So. Orisa, take Roche. So. Jetzt push ich mal unten die Wave raus und dann. Naja, ja. So. Die Wave ein bisschen rauspushen. Come Bottom. Da hatten wir auch schon ein bisschen Power Damage. Von daher. Das ist die beste Wahl. Wir haben Katapult dabei. Nicht, dass das Katapult zu weit vorgeht. Deswegen, das war ihr Leben. If I ulti them, hook him out. The tower, please. Oh, we can counter initiate. We also have Oracle ulti to save you. Just hit the tower. Go hit the tower, Arta, please. Da war ich disabled durch den Maelstrom Proc. Leider. Das war ein bisschen blöd. Ich wäre ja ganz gerne reingesprungen. Aber hat leider nicht geklappt. So, Spell Amplification müssen einfach Schaden machen. Ich habe bald mein Hex. Mit dem Aegis und den Saves, die wir haben, den Counter Initiation, die wir haben, einfach mal der Urs einfach draufhaut. Ich weiß nicht genau. Dann können wir halt, dann sind sie halt gezwungen, was zu machen. Klar haben sie gute Defense mit dem Sniper, der steht irgendwo hinten am Arsch der Welt. Also das ist auch nicht jetzt so, dass es irgendwie alles super easy ist. Aber. So. Okay, let's gather again and take bottom this time. The tower is almost dead. Ich habe auch meinen Hex. Scythe of Ice. Gut, dass du nachgefragt hast. They are chasing me. Maybe they I'm dead. Okay. Your middle tower is under attack. They are split. Can fight at the tier 2. Windranger not there. It's only Axe and Luna. Your middle tower has been too slow.
Das ist nicht das, was wir wollen. So. Stop going solo. There are no objectives to take. Just need to get the bot lane. Okay. Schauen wir mal, dass wir Vision bekommen. If we just get some observers up, then we see where they move. And we can catch them every time. So. Haben wir Observers? Sonst kaufe ich die. Okay, haben wir jetzt gerade gekauft. X-Bottom. Hello, Wurtha, what the fuck? Zaubert. Farming creeps. We don't need to farm anymore. So we just need to pay attention, stay together. And don't split up without any reason. Ja, ich habe es nicht genau gesehen. Warum? Aber die Reaktion kam nicht. Entweder kam, konnte er nicht schnell genug oder irgendwelche anderen Gründe. So. Just next time, don't dive. Hit buildings. That's all we need, especially when you have Aegis. So. Can kill the Alpha Wolf. So. Nächsten Rohstand holen wir uns dann mal idealerweise. Go fast, Nyx. I have Hex as well. Let's follow up. Zwei Illusions. The two Illusions. So, zum nächsten. Das ist die nächste Illusion. Oben mal das rauspushen, sonst haben wir die gleich in der Base. Kriegen wir schon noch hin. Das ist halt bloß ziemlich schwer und noch einen guten Vorteil, aber es wird zunehmend schwerer, einfach dann auch die Gebäude zu treffen. Stumpf drauf zu hauen. Holen uns den nächsten Roshan, dann bitte einfach mal Gebäude. Okay. Da haben wir oben die Vision. Bisschen Overkill, aber naja. Roche ist ab. Roche ist ab. Einfach erstmal Roche jetzt holen. Nicht rumpimmeln, Zeit verschwenden, Quatsch machen.
So, währenddessen die Lanes gepusht halten und dann mal die Gebäude hauen. Jetzt haben sie natürlich die Glyphe wieder. Haben wir drauf geschissen. Wait, fuck, don't go. Take bottom. Okay. Buyback habe ich auch. Hex, vielleicht gucken wir nach dem. Travels ist eine Möglichkeit, die man gebrauchen könnte. Fucking Eggs und Nyx. Ja, Eggs und Nyx wäre echt mal richtig stark. Oder Blink Dagger. They are not shown in only Eggs. It's hard to hook. Okay. Genau, warum ich da nicht mehr rausgehen konnte. Das war ziemlich mein Fehler, dass ich da so kaputt gegangen bin. Hab den Tower zwar bekommen. Okay. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Dass ich da gefangen wurde. Haben das zwar überlebt. Eine ganze Weile, aber... nicht lang genug. Aghanims auf Nyx, das sind wir echt ziemlich stark. Das war irgendwie gerade. What? Necro-Units überzeugt mich auch nicht ganz. Button, button, button. Nice. I'm alive in a few secs. Just stun! Don't attack! Na, puh. Da haben sie jetzt ein bisschen, ich glaube, wenn sie einfach weiter verteidigt hätten, hätten sie das wahrscheinlich gewonnen. So. Als nächstes... erhöht meine Right-Click, ich würde fast einen Desolator holen. So. Sind wir auch nicht schneller. They really had beide. They have. Just back with them. Sauber. Jahrelang gestunt. We should back after the buyback. Oh, we took the range strikes at least. We are not winning anymore now. No, we are not. Just have to wait for them to make mistakes like last time. But they have no buybacks now. If they lose one more fight, we should be able to finish this. Wait here. Someone might come top. Don't push the lane. Yeah.
They're going mid. Yeah, probably, but you can still just wait. Okay, let's go back and defend. Yeah, can you take it? I'll take it, never mind. No slot. So. On my way. I have Y-Way, but I'm not dying. No, we're still fine. We defended. We're good. So, if you win the next fight, they have no buybacks, we win this game. Shiva ist noch relativ gut. I'll push out top and join you with travels. 2000 übrig. I can check. Not up. Do you take a timer? Not really. Two more minions or three. Nice. So, double damage for Ursa. Take it, Ursa. I have smoke. Maybe we can smoke middle. Back to the game. How about you kill your own courier? Yeah, that would really spice things up. I think we should wait for Roche actually. Double damage still there over a minute. Mid level 25. Yeah, auf dem Octarine Core. Einfach kurz einen Cooldown auf den Spells. Careful, they're all missing, not defending right now. I can hook you out. Okay. Illusory Orb, Distance und Speed. Take it! Let's try to smoke, yeah. I think we should wait for Roche actually. Like, it's too dangerous else. Don't get baited. Alter Verwalter, bringst aber auch schnell mal irgendwo falsch hin. Die Erfahrungspunkte nicht. Get in there if you need the XP to get level 25 or higher. Get in there, Oracle. Get the XP. Dum 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 dum. Bald mein. We should push top next. I have smoke. So, mit Haste erlangen. Ich behalte mein Buyback noch.
Sehr witzig. Na, I think we should fight bottom. Sauber gehext, bevor sie viel Kapieren bekommen hat. Bisschen Shrapnel, ne, zu lange rumstehen. Bye weg. I have Hex ready? No, stay here. Ja, what? Earth is not here, dude. We need to follow him. Yeah, we do. Can we stick together? Orson, what are you doing? For fuck's sake, you're driving me crazy. Okay, go bottom, take the melee racks. Wir hätten halt da oben, wir müssen halt auch beides holen. Okay, Luna. So. Melirex treffen. Go top, guys, don't chase. Nein, fuck. Wow. We need ages just to get one down building. It's like... Can you focus objectives, please? Illusion. Ich will auch nicht besonders gut jetzt irgendwie, weil ich hin und her renne, wie so ein Idiot. Ich sollte einfach mal mehr mit einfach auf die Jacks hauen. Mein Right-Click ist nicht so super, aber es ist auch nicht komplett scheiße. Geht alles. Machen wir einfach mal. So, they bought back again. We just wait for our respawns and this time just focus the buildings and finish this. Freddy fragt, wann die nächste Resident Evil Folge kommt. Ich müsste nachher gleich kommen. Müssen wir gucken, wann ich die noch vorprogrammiert habe. So. Keep your buyback Nyx, but get a Blink Dagger next. Or just anybody get a Desolator. So we get a debuff on the buildings. Rohstand dort wieder 1000 Jahre. So, nachgucken, wie viel Rüstung der Patch hat. Der Patch hat 59% physische Resistenz. Knapp 25 Rüstung. Schon auf dem Highground bleiben. Wish fulfill. Hä? War mit einem Blinkdagger gerade? Help mit, if possible. I'm on my way. I'm on my way. Zum Glück ist das so schnell.
Okay. Just push. Go top, go top. Yeah, never mind. Hit him directly. Been disarmed. Finally. Yeah, finally. Took us a long time. Ich hoffe mal, ich achte gar nicht drauf, dass ich anders schon das Blinkens vielleicht getriggert hat. Ja. Gefährlich. Das hätte auch schief gehen können. Eigentlich bin ich der Meinung, sie hätten das schon irgendwie schaffen müssen zu verteidigen. Das ist schwierig zu sagen. Bin der Meinung, sie hätten da schon das Potenzial gehabt. Vielleicht war mein Itembild auch nicht ideal, hätte ich das Aghanims später kaufen sollen. Ich finde das sehr stark, gerade in Kombination mit einem Hook, mit einem Patch, weil das halt 4000 Jahre Stunt durch BKB geht, was im Moment nur gegen die Luna wichtig war. Der Axe hat auch ein BKB. Ich mochte aber auch ganz gerne die Stats, mir war ich heute überlegt halt. Aber vielleicht ist das nächste Mal besser, erst Octarine zu kaufen vor dem Aghanim Scepter. Also ich wollte ein bisschen Stats haben, falls ich gecallt werde oder einen Check-a-Shot kassiere. Vielleicht wäre es aber besser gewesen, erst Octarine zu bauen, dann Hex und dann Aghanims. Irgendwas in die Richtung, keine Ahnung. So hundertprozentig sicher bin ich nicht, war eh nicht so ganz zufrieden. Ich habe auch irgendwie ein paar fragwürdige Plays gemacht, aber insgesamt hat es ja ganz gut funktioniert. Am Ende, haben wir uns echt schon uns das bisschen sparen können, die Dives, bisschen mehr Fokus, dann hätten wir schneller beenden können. Hatten schon über 10.000 Gold Vorteil, relativ fix, so, ne, so 25 Minuten. Da sind wir beide geblieben und dann haben wir es zwischendurch schon ganz schön verspielt. Puh. Kronenlünd schreit gerade, nach 60 Minuten hätten die Gegner das drehen müssen. Zum Glück waren es erst 58, von daher hatten wir noch 2 Minuten Zeit. Naja, ich mache eine kurze Pause, ich mache meine Kontaktlinsen rein, dann sehe ich auch besser und danach gibt es die nächste Runde und die wird hoffentlich nicht ganz so nervenaufreibend. Obwohl, super nervenaufreibend war die nicht, aber so eine ganze Zeit so eine Anspannung, dass es halt doch noch schief geht, war da.